Sie haben genau das genommen, was Paul zum Überleben brauchte. Dr. Emerald. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Ja, das stellten sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland, mit einem Auto ging das nicht. Brauchte einen neuen Plan. Okay, los! Beth, du musst mich abholen, die Straßen sind zu heiß. In Ordnung, wo willst du mich haben? Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Quantum Break. Ich muss höher hinauf. Ja, das wissen wir. Da muss ich hin. Mache ich das denn am besten? Kannst du sonst das auch mal gut drüber klettern? Ja, sag ich doch. Komm, kletter! Gott. Da kommst du ohne Probleme raus, alles klar. Er will mich doch verarschen. Gehen wir halt den Weg. Ich schau direkt auf die Brücke. Ganz schön viele Monarch-Leute. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich durchschleichen? Vielleicht. So. Upgrade. 6 Punkte haben wir. Warte mal. Erhöhter Fokus. Dann kommen wir jetzt das hier nochmal. Multitackdown. 6 Punkte. Wir haben noch 3. Kostet 6. 6. 6. 6. 6. Gut, dann können wir uns nichts mehr gönnen. Ich komm dich abholen, du musst nur Bescheid sagen. Ich sitze hier draußen ziemlich auf dem Präsentierteller. Versuch dich also zu beeilen. Es wäre besser, wenn du mich auf das Boot holst. Monarch ist mir auf den Fersen. Ich mache mir hier nicht gerade Freunde. Wie geht's Dr. Emerald? Schlägt immer noch um sich und schreit rum. Wie lange brauchst du noch, bis du hier bist? Kommt drauf an. Ich schau mal. Ich liebe diese Grafik von dem Spiel. Es ist so wunderschön. Ich gehe besser rein, bevor der Hubschrauber mich sieht. Besser ist wohl, ja. Da haben wir ein Objekt, womit wir interagieren können. Noch da? Ja, ich suche nur einen Aussichtspunkt. So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a, you okay. know, a replacement. Okay. Immer noch kein Sichtkontakt zu Joyce und Wilder. Wir suchen weiter. Das Motto heute. Ich sehe mir die Brücke gerade an. Wenn ich nur in die Nähe komme, werden sich Unschuldige im Kreuzfeuer wiederfinden. Na gut. Irgendwelche tollen Ideen? Gut. Sie können jeden Moment mal sehen. Unter der Brücke ist ein Pier. Da kannst du mich mit dem Boot abholen. Riesige Benzinwerbung. Nicht zu verfehlen. Schön hell, damit Monarch alles gut sehen kann. Wir haben keine andere Wahl. Wechsle auf Monarch-Frequenz. Ich melde mich. Ich bin in ein paar Minuten da. Also versetzt mich nicht. Ich versuch's. Okay, wie kommen wir da runter? Wo ist die Rutschstange? Für die, die eben erst eingeschaltet haben, die Jagd ist noch nicht zu Ende und die Behörden suchen immer noch nach Jack Jones, dem Hauptverdächtigen für den Terroranschlag auf die Universität.
So. Entschuldigung, Sir. Wir helfen der Polizei, nach einem Terroristen okay. zu suchen. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist das der Typ, der die Bibliothek in die Luft gejagt hat? Jack Joyce? Jack Joyce, ja. Haben Sie was Ungewöhnliches bemerkt? Nun, in einer der Straßen da hinten ist ein Sportwagen. Der ist ziemlich zerstört. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Schauen Sie mir bitte sofort, wo genau. Verdammt, ich beeile mich besser. Gut. Ja gut. Alles klar. Ja, dann gehen wir uns erstmal die... Das hier. Müssen wir jetzt 4 haben, also 4 Punkte. Brauchen wir noch 2... Vielleicht ist das so oft einsetze, aber das ist wichtig. Danke für Ihre Geduld. Bitte sprechen Sie mit unserem Sicherheitspersonal, wenn Sie irgendetwas zu berichten haben. War hier noch irgendwie was? Nee, okay. Ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen. GG. Oh nein. In your face. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Beth zu treffen war unmöglich, als die Anomalie eintrat. Ihr Boot hat sie nicht erreicht. Nein. Aber es gab mir die Möglichkeit, auf die Brücke zu klettern und dort an Monarch vorbeizuschleichen. Mehr oder weniger unbemerkt. Ich würde so viel wie möglich mitnehmen. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen öfters das einsetzen. Hier ist eine Krummer. Ich sollte auf die Brücke und sie überqueren, bevor diese Anomalie vorbei ist. Komm, mach. Wenn Nummer 5. In Ordnung. So. So eine Anomalie hat schon ihre Vorteile, ne? Einziger Nachteil ist, ich kann meine Fähigkeit nicht einsetzen. Das ist ein bisschen nervig. Dann werden wir viel schneller. Warum bleibst du in den Shit stehen? Die Szene auf der Brücke war surreal. Das waren keine Polizisten. Sie hatten keinerlei Befugnis. Aber Monarchs PR-Maschine hatte ganze Arbeit geleistet. Sie waren die Helden, die alle beschützten. Und sie waren der Terrorist. Ja, sogar noch schlimmer als mein Ich bin nicht derjenige, vor dem du Angst haben solltest. Und Nummer 6. So, da können wir was upgraden. Was nehmen wir denn? Multi-Takedown hört sich gut an. Bestätigen. In Ordnung, das wäre erledigt. Na, bist du am Handy oder was? Hä? Oh nein, nein, nein. Nicht schon wieder.
shit. Nicht schon wieder so ein Vieh. Ach nö. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem. Ein starkes Problem. Ja. Jo, das ist, belastend, ne? Kann man so sagen. Das war mir schon von vornherein klar, dass das schwer wird. So, jetzt kommt wieder die Szene mit dem Dicken. Ach, kann man sogar überspringen, das ist super. Viele von denen ausschalten erstmal. Möglich. Weil je weniger ich davon habe, irgendein Problem habe ich gleich. Müssen alle gewesen sein. Ja. Oh, nimm doch die scheiß Ruffelte. Boah, Sprinte. Ey, mach doch was. War schon mal gut. Schon mal gegen dich gekämpft haben, wissen wir, wie wir in etwa gegen dich spielen müssen. Aber nur in etwa. Oh, der trifft mich die ganze Zeit, das ist doch Abfuck. Oh Gott, der ist so OP, ne? Oh nein, was machst du denn? Was hat er für Waffen? Das ist so krass. Übertrieben OP, was er macht, ne? Muss halt hinter ihm kommen irgendwie, ne? Das ist nicht so einfach. So in etwa. Okay, gut. Alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es geschafft. Tja, ich hab dich wohl, ne? Sollte er vielleicht weggehen? So. Sehr schön gelöst. Wollte ich meine Sniper jetzt liegen lassen? Weil die würde ich schon gerne wieder nehmen. So. Einmal kurz nachladen. Und Munition holen. Wie so ein alter Mann. Sieht einfach schön aus irgendwie. Ist irgendwie sehr schön aus. Ich weiß nicht. Irgendwie, oder wie findet ihr das? Mit den Möwen, so in der Luft und so. War still so, ne? Hat irgendwie was.
Ja, geh runter. Jetzt muss er, hier kommt doch irgendwie gleich ein Showdown, also hundertprozentig. Ich kann jetzt nicht einfach über die Brücke rübergehen. Wird nicht funktionieren. Sorry, ja. Okay. Ich wusste, es wird nicht funktionieren. Wieder alles so rum, das ist nicht so schön. Oh nein. Das ist wirklich übel. Oh, Kacke. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Wir müssen runter. Gut, Leute, ich würde dann hier erstmal einen Cut machen. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.